So, ihr Lieben, ich bin wieder da und ich hoffe, ihr seid natürlich auch wieder da. Und natürlich an dieser Stelle ein herzlich willkommen an die YouTube-Zuschauer zu einer neuen Runde Traumhotel Staffel 2. So. Ich kann erstmal wieder schneller stellen. Neuen Planetoiden entdeckt. Das hatten wir vorhin, glaube ich, ne? Ja. Neue Dingens, bla bla blub. Okay. Wie weit ist Kerstin eigentlich so mit der Forschung? Okay, es zieht sich. Das zieht sich. Aber nicht so wild. Ich denke, dass wir werden die Sachen, die wir da erforschen müssten, sowieso nicht so schnell brauchen. So, aber ich glaube, es war es tatsächlich so mit Geysiren, wie das hier so aussieht. Also zumindest nach links ist nichts mehr. Ich meine, es ist jetzt natürlich auch möglich, dass wir noch irgendwas übersehen haben, aber ich glaube nicht. So, kommen wir hier hin? Nein, oder? Doch. Doch, wir kommen da hin. Rotterloom, ja, vielen lieben Dank. Ich habe es noch nicht eingebunden, das mache ich dann nach dem Stream. Dass wir da mal auf jeden Fall eine Übersicht haben, das ist natürlich echt cool. Nee, aber ich glaube, das war's dann tatsächlich. Das heißt, wir haben keine CO2-Geysire. Wir haben keinen Dampf-Geysir. Wir haben keinen kein Slushy. Fehlt noch was? Eisenvulkan fehlt. Wobei, da werden wir auf jeden Fall einen finden auf dem anderen Asteroiden. Also gab es nicht auch einen Wolfram-Vulkan? Aber den gibt es, glaube ich, auch auf dem anderen Asteroiden, ne? Ich meine, Wolfram gab es auch in dem Frost, auf dem Frost-Asteroiden. Bin ich ganz sicher. Dürft ihr gerne was zu sagen? Ich weiß es gerade wirklich nicht. So, da müssen wir jetzt gleich nochmal gucken, dass wir hier Dings da bauen. Ah, wir haben da keine Schutzanzüge. Das macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Sauerstoff. Den könnten wir uns von da mal wegholen. Die Prio hier mal runter. Die erst da graben. Könnte helfen. So, was haben wir jetzt hier für einen durchschnittlichen Fördermenge? 1,5 Kilo pro Sekunde. Das hört sich jetzt nicht so viel an. Wir haben keine Algen mehr. Wir haben keine Algen mehr. Das ist aber schlecht. Algen, Algen, Algen. Organisch. Ach Gott, so sieht man gar nichts. Sind das da Algen? Ja, das da sind Algen, okay. Also uns werden die Algen nicht komplett ausgegangen sein, aber ja, sind schon so an dem Punkt, wo es anscheinend problematisch wird mit Algen. Das heißt, wir sollten jetzt mal auf Dauer zusehen, dass wir an andere Möglichkeiten für Sauerstoff kommen. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben Rost, haben wir. Ja, wir haben Rost. Und wir haben auch verschmutzte Erde, aber da bin ich am überlegen, ob wir die nicht lieber für Dingens nutzen. Für Pokis. Ich glaube, das würde mehr Sinn machen. Dann müssen wir halt zusehen, dass wir... Da ist noch einer! Yay! Doch noch ein Geysir.
Er hört sich auch böse an. Der will schon. Der will schon ausbrechen. Hier, aber ansonsten sind wir eigentlich so weit durch, ne? Ja, hier weiß ich nicht. Da kommen wir nicht hin. Sollten wir da auch lang kommen? Aber ich glaube auch nicht, dass da noch großartig was sein wird. Hier könnte theoretisch natürlich auch noch was sein. Graben wir mal da. Dann haben wir heute vielleicht die Karte aufgedeckt. Das wird auch ganz cool. So, hier sieht nichts danach aus, als wenn hier noch was wäre. Hier auch nicht. Und hier hinten, schwierig zu sagen, aber ich glaube auch nicht. Ja. Ja, hier müssten wir... Boah, das ist aber auch eine Riesenlücke hier. Eine Mega-Lücke. Einfach mal auf der kompletten Breite hier bei dem Biom fehlt die Abyssalid-Barriere. Das ist ja nicht so cool. Da müssen wir auf jeden Fall auch nachbessern. Sonst haben wir ein Problem. So. Heißt, wir graben hier mal fleißig von da nach da. Und setzen dann da drüber die Isoziegel. Toiletten? Haben wir ein Toilettenproblem? Nö. Vielleicht gerade zu wenig da gewesen. Oh. Es könnte natürlich sein, dass wir den Zeitplan vielleicht auch nochmal anpassen sollten. Ah, vielleicht. Okay. Komm, ich gehe mal rüber hier. Dann haben wir da Roger, der kann noch mit einer hier hin. So. Hier, 3, 3. Okay, so können wir es erstmal lassen. So, ich brauche noch jemanden, der bauen kann. Ja, haben wir nicht gekriegt, ne? Medizin, Stärke, Kochkunst, Wissenschaftler, Kochkunst. Ah. Ah, guckt mal, Mini-Puffs. Sind die nicht süß? Auch wenn die drei Augen haben. Hier haben wir auch noch jede Menge Algen. Obwohl jede Menge ist immer so, mehr oder weniger jede Menge. Der Roger ist auch richtig schnell. Was ist denn hier eigentlich passiert? Das ist ja nicht so geil. Warum? Warum? Nicht cool. Kommt der ganze Schleimlungenkack hoch. Da müssen wir mal was gegen tun. Das ist ja nicht so der Hit. So, hier kommt nichts durch großartig. Da ist der ganz ordentlich am Weghauen. Hier ist auch alles gut. Ja, hier unten ist das Problem. Drückt sich alles von unten nach oben hier. Godzilla ist noch, hat noch einen Morgenbonus. War sie im richtigen Zeitplan? Ich guck sofort. Zeitplan. Ja. Gut. Kann man umstellen. Dann passt es ein bisschen besser. Oh, hier haben wir das Wasser jetzt aufgebraucht. Kerstin, die verbraucht jede Menge für die Forschung.
Läufst du hier eigentlich so, Kerstin? Mich gerade gefragt, warum da so komische Blasen sind, aber Kerstin macht die Blasen hier. Zwar an der falschen Stelle kommen die Blasen raus, aber sie kommt von Kerstin. So. Also da rechts steht 0 Kilo Algen. Ja, es sind jetzt wieder ein bisschen mehr. Ansonsten sehe ich jetzt gerade auch keine größeren Felder hier. Wo man sowas natürlich noch hat, ist hier in dem Treko-Biom, ne? Dschungel? Ich glaube, Dschungelbiom war es. Da kommen wir natürlich so auch nicht durch. Dschungel, Dschungel, Dschungel. Wo haben wir denn Dschungel? Relativ wenig. Da ist so ein bisschen was. Ja, hier sind halt überall Algen dazwischen, ne? Bei dem Schleimbiom. Aber ich glaube, ich will die Algen auch gar nicht großartig weiter nutzen dann. Da wäre schon sinnvoller, wenn wir dann tatsächlich mal langsam auf was anderes gehen. Oh nein, ich hab den Scheiß vergessen abzustellen. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh Kacke, wie konnte ich das denn vergessen? Oh no. Boah, und ich hab mir doch extra geschworen, dass ich nie wieder mit der Rotze spiele. Boah, das schlimmste Feature im ganzen Spiel, echt. Okay, da muss ich mal gucken, ob ich einen Mod finde oder was. Da habe ich gar keinen Bock drauf, damit zu spielen. Boah, das schlimmste Feature im ganzen Spiel. Ich habe Schleim, Junge. Ja, du wirst nicht dran verrecken. Wahrscheinlich. Also du nicht, andere vielleicht. Oh, den Mod musst du mir bitte auch dann sagen. Ja, ich guck mal. So eine Scheiße, ey. Dass ich das vergessen habe. Ja, gib eine Mod. Moment, ich schau, wie sie heißt. Also, damit will ich nicht spielen. Das ist furchtbar mit diesen kaputten Arten Schutzanzügen. Das hat mir bei der Reise den letzten Nerv geraubt. Weiß ich nicht, spielt ihr denn immer mit den Schutzanzügen, dass die kaputt gehen können? Ich finde das so scheiße. Also richtiger Mist. So, hier sind wir durch. Hier ist nichts zu sehen. Hier sind wir auch durch. Hier ist auch nichts zu sehen. Moin, das klingt wirklich nach Traumhotel. Ich wohne dann mal auf dem Zeltplatz. Mach das ruhig, Todsenkelin. Du bist ja sowieso hier nicht drin. Soweit ich weiß, hast du auch keine Wildcard und nichts. Also von daher ist die Chance, dass du reinkommst, auch sehr gering. Dann wünsche ich dir viel Spaß auf deinem Zeltplatz. Ich habe mich daran gewöhnt, einfach einen Räumer hin und gut. Mir ging das hauptsächlich auf den Sack beim Raketenfliegen. Da ging es mir halt tierisch auf den Keks. Nur im DLC, weil ich es auch immer vergesse auszustellen. Also ich fände es furchtbar. Also wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich es definitiv ausgestellt. So, irgendwo hatten wir doch noch einen... Irgendwo hatten wir doch gerade noch einen Geysir gehabt. Wo war der denn? Der hier? Nee. War er denn jetzt? Nee. Wo war der? Hier? Ja, hier. Okay, da sind wir auch noch nicht so weit.
Mod heißt New Seat, New Suit. Wir ist im Workshop. Okay. Im Schleimbio. Ja, danke, Roger. Sehr hilfreich. Im Schleimbio. Alles voll mit Schleimbiomen. Das dauert. Wir brauchen unbedingt mehr Leute, die bauen können. Schrumpchen ist hier gerade restlos überlastet. Passiert nix. 18% Stress, wer hat er denn? Bernie? Was hat er denn? Geplatzte Trommelfelle. Wo hast du die denn weggeholt? Das erzähl mir doch mal. Könnte der sich denn jetzt die geplatzten Trommelfelle weggeholt haben? Vielleicht hier irgendwie? Keine Ahnung. Wir haben jetzt schon relativ viel CO2-Druck hier drauf. Ob es das ist, kann ich mir nicht vorstellen. Bei so einer Klamotte, da kann das immer gerne mal passieren. Aber schwer zu sagen jetzt gerade, wo das wegkommt. Zum Glück macht die Fidelia gerade neue Schutzanzüge. Die Animation auch so cool, dass sie die ganze Zeit weggucken. Tja, also so wirklich was gegen die Schleimlunge können wir gerade auch nicht machen, ne? So, hier haben wir ja nichts großartig. Problem ist hier, das, was von hier unten kommt. Könnten wir höchstens versuchen, die Schleimlunge ein bisschen weiter, ein bisschen früher zu bekämpfen. Pack den Link zur Mod in dem Uni-Mod-Kanal. Dankeschön, Bernie. Sind denn unsere ganzen Lagerwälder? Nee, die sind nicht voll, okay. Was könnten wir tun? Gegen Schleimlunge. Hier ist halt schwierig, ne? Müssten es eigentlich wieder abriegeln. Dann hätten wir das Problem auch nicht. Könnte ich jetzt mal irgendwen kriegen, der bauen kann? Fände ich ganz cool. Wir könnten halt über ein paar Looterfischer mal hinstellen, aber... Wohl noch was aus? Ne. Können halt nur gucken, dass wir das halt vielleicht irgendwo ein bisschen früher dann auch schon zerlegen, dass die Schleimlunge. Oder wir müssen es mal halt radikal jetzt hier wirklich eine Base bauen und alles zusperren. Das wäre halt eine Möglichkeit. Ist auch wild hier mit dem CO2. Wie kommen auch den Lagerwälder für die Stinke-Sachen gar nicht dran?
Da hast du recht. Mit anderen Worten, die Schleimlunge ist auch gerade überall munter am Rund am Ausgaben. Das ist natürlich blöd. Ich denke, dass der Hauptangriffsstand da wirklich von hier unten kommt. Vielleicht kriegen wir es dann wirklich schon so ganz ordentlich mit weg. So, wir haben doch jetzt Viehzüchter, ne? Könnten wir eigentlich auch noch irgendwo einen... Was ist da los? Auch geplatzte Trommelfälle. Ja, ist doch Bernie hatte schon geplatzte Trommelfälle. Wer war denn da? Safti. Safti. Auch geplatzte Trommelfälle. Wo hast du die denn? Wo holt ihr euch die denn weg? Ja, mal schätzen, das ist irgendwo, wo hier so Wasser ist. Das ist dann meistens so, dass hier ein Fitzelchen irgendwie, ja, so wie hier. Ja, 4,5 Kilo. Hier auch. Und das liegt dann meistens daran, dass hier dann eine Schicht Wasser ist und dass das Gas nicht ordentlich dann wegkommt. Haben wir eigentlich genug Eisen? Ja. Aber wir hätten auch genug Blei. Na, irgendwo noch ein kleines Käbelchen dran. Oh ja. Und eine blöde Lampe, die grillt uns da gerade in den Stromkreis. Ich glaube, Schrumpchen ist dezent überfordert. Wir brauchen mehr Leute, die bauen können. Verdammt. So, was ist jetzt hier mit dem letzten Geysir gewesen? Noch nicht fertig. Komm, jetzt gib dir mal Mühe, Safti. Du schaffst das. Hast vielleicht noch einen Keuchwurz über? Die machen das ganz gut weg. Oh, stimmt. Hallo Küsterrock. Ich weiß gar nicht, ob ich dich heute schon mal begrüßt habe irgendwo. Das könnte man natürlich auch machen, ne? Einfach irgendwo einen Keuchwurz hinstellen. Den zerlegen wir jetzt auch mal hier. Ich glaube, der holt uns auch jede Menge Keime hier rüber. Haben wir denn zufällig noch einen zweiten Buddybutt bekommen? Das könnte natürlich auch noch mal helfen. Buddybutt. Ja, zwei Stück haben wir davon. Dann hängen wir doch mal zwei Stück auf. Kann nur helfen. So, Buddybutts. Ich meine, ob der das jetzt noch dagegen ankommt, ist eine andere Sache, aber schaden kann es ja nicht. So, von da aus kommt hier irgendwie nichts nach unten, was nicht so schlimm ist. Buddybutt. So. Das machen wir gleich noch auf den. Weil ich nicht weiß, ob der gegen die Menge an Schleimlungenkeime jetzt hier ankommt.
Achso, der Geysir. Haben wir ihn jetzt? Ja, wir haben Kohlenstoffdioxid-Geysir. Einen heißen, einen kalten, okay. Müssen ja auch noch ein paar Nutzlose finden, ne? So, aber dann war's das. Sein, wir haben jetzt hier noch irgendwo was gefunden, aber sieht nicht danach aus. Ich glaube, wir hatten das beim Traum. Genau. Wir hatten das beim Traumhotel auch irgendwann gehabt, so. Dass wir gedacht haben, wir haben alles gefunden und dann war da plötzlich doch noch einer. Das war sehr witzig. Da haben wir noch einen. Aber ich glaube, dann war es das auch wirklich mal. Denn da versteckt sich vielleicht noch einer. Nee, da ist Regolith. Ah, hier könnte sich halt wirklich noch einer verstecken, aber dann haben wir, glaube ich, jetzt auch wirklich alles abgegrast. Die Karte ist aufgedeckt. Ja, und was sagt ihr zu der Karte? Schon groß, ne? Ganz viele Schneckchen. Wir müssen eigentlich zusehen, dass wir die Schnecken alle einfangen und dann... Ah, das ist ein bisschen... Ah ne, stopp. Wir hatten ja letztes Mal auch schon gesagt, es gibt eine Möglichkeit, wie das funktioniert. Wir müssten die halt auf einen schwebenden Ziegel haben. Dann sollte das gehen, dass die nicht überfüllt sind. Sehr groß und sehr cool. Ja, finde ich auch. Hast du auf jeden Fall eine Weile zu tun. Ja, ja, kann man so sagen. Also bis wir das alles ausgegraben haben und dann verbaut haben. Aber das, darum geht's ja. Wir wollen ja lange zu tun haben. Ist ja interessant, ne? Dass das Magma-Biom komplett einfriert. Obwohl die Abyssalit-Barriere tatsächlich zu ist. Es ist halt nicht wirklich heiß, die Magma. Halt wirklich kurz vorm Gefrierpunkt. Überall. Also gut möglich, dass es, keine Ahnung, in 200 Zyklen oder so gar keine Magma mehr geben wird. Das ist hier alles wirklich, wirklich, wirklich nah am Gefrierpunkt. Das hier wird alles demnächst schon fest werden. Ist alles schon so kalt. Ich finde auch mal irgendwie seltsam, von Gefrierpunkt zu reden beim Magma, ne? So, der letzte. Haben wir ihn jetzt? Ja. Und das sieht aus nach einem heißen Kohlendioxid. Okay. Der wäre schön gewesen, der unten im Öbium gewesen. Graben und Kreativität. Mit Flatulenzen, ja, schau. In den Dornbeeren. Okay, dann haben wir erstmal alles soweit abgesucht. Da. Machst du, Safti? Komm hier, da ist doch Sauerstoff. Okay, holt er auch da weg. Ja, überlegen, ob wir Tabula Rasa machen. Und hier mal wild ausgraben. Keine Ahnung, also wild ausgraben. Mal irgendwie so ein bisschen Richtung Base-Struktur gehen und... Dann mal alles einfach dicht machen.
Ich glaube, das wäre keine dumme Idee. Ich glaube, das machen wir. So, heißt, wir werden jetzt hier mal noch einen Ziegel hinsetzen. Bist du doof, Safti? Warum rennst du denn bis nach da oben? Hier war doch so Sauerstoff. Der krepiert mir da noch mit seiner scheiß Schleimlunge. Geh einfach. Geh einfach wieder, Safti. Bitte geh einfach wieder. Ah, noch so ein Grund für eine Base, weil dann könnten wir es mal komplett dicht machen. Wir lassen das mal lieber an der Stelle. Wir könnten ja von hier aus einfach nach oben gehen. Und das dann hier bauen. Kram. Bauen. So. So könnte das was werden. Haben wir denn hier hinten jetzt schon? Nee. Ach, die sieht gar nicht gut aus. Nee, sieht auch nicht. Wir brauchen endlich Leute, die bauen können. Und auch wenn wir jetzt hier graben, ne, das... Und Problem ist das gleiche, wir brauchen Leute, die bauen können, gerade. Gäste am Strampeln, auch mit Schleimlunge. Wo holen die sich denn immer noch die geplatzten Trommelfälle weg? Okay. Roger hat aber... Minus... Okay, dann hat der vorhin aber auch geplatzte Trommelfälle gehabt. Wird das Problem denn immer noch nicht gefunden? Oh, da sucht man sich auch mit einem echten Wolf zusammen. So, haben wir noch Schnecken? Das könnten wir ja noch mal machen. Ein paar Schnecken einfangen für die Stromerzeugung. Schneckis, wo seid ihr? Ich habe doch wohl noch welche rumlaufen sehen. Irgendwo liefen die doch schon rum, wo wir dran kamen. Da. Verlegen nach. Da. Da ist noch eine. Da sind drei. Verlagern nach. So, und die drei könnten wir da mal rausholen. Den gibt es nämlich bestimmt auch sowieso Kacke. So, wegen eingeklemmt und so. Oder eingeengt. Da war noch einer. Warum kommen wir da nicht dran? Doch, komm mal. Ich finde mich auch noch nicht so wirklich auf der Karte zurecht. Ich scrolle mal in die falsche Richtung. So. Hoffen wir mal, dass wir damit auch ein bisschen mehr Strom kriegen gerade.
Die Dinger, die ziehen halt schon echt viel hier. Aber will man machen, wir brauchen es ja. Ich meine, wir könnten natürlich auch anfangen, irgendwie mit Kohle oder so zu handhaben, aber ich hätte gedacht, so, ja, pff, mit den Schnecken, vielleicht schafft man das ja ganz gut, da drüber zu kommen, dass man einfach mal hier super Dingens der Bums da mitmacht. Aber das ist trotz der vielen Schnecken hier. Es sind 4 Stück jetzt da drin, ne? Das trotzdem nicht so gut funktioniert. Wo sind jetzt hier eigentlich unsere Heinis? Da, Aufträge. Ozilla, du solltest das doch machen können. Wo ist denn Frau Ozilla? Warum machst du so einen Kack hier, statt die Schnecken zu holen? Hä? Kommen die da nicht hin oder was? Godzilla. Die pennt da einfach. Klar kommt die hier hin. Hier übersehe ich irgendwas? Die hat aber auch schon den Skill gekriegt, oder nicht? Ja. Prioritäten? Naja, eigentlich sollte das ja mit dem Alarm ihre Prioritäten überschreiben, aber es taucht hier nicht auf. Jetzt geht die sich einen Punkt abholen. Also eigentlich steht Viehzucht hoch. Das stand nicht erreichbar, ja, aber die kommt da hin. Wo die sind. Also hier ist ja eine. Da kann sie hinlaufen. Und hier sind ja auch mehrere. Mal so. Keine Ahnung. Also mit den Tieren, das funktioniert echt nicht so dolle. So, machen wir jetzt hier einfach ein Ding anzünden. Tieraussetzung. Das funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Servus übrigens. Hallo Jawalla, ich grüße dich. War doch auch Lagerung, oder? Ja, das stimmt. Aber auch trotzdem steht da unerreichbar. Ich verstehe nicht, warum. Warum pennt die eigentlich immer irgendwo auf dem Boden? Hast du keine Lust auf dein Bett, Frau Zilla? Was ist da los? So, wir sagen jetzt hier Steckschnecken und Schneckchen.
Tiere müssen wir mal gucken, wie viele wir hier reinkriegen. Auch wieder geplatzte Trommelfelle. Wo zur Hölle kommt das denn weg? Also teilweise 4-5 Kilo. Könnte das hier auch sein. Schwer zu sagen, ob das das Problem ist. Jetzt gib mir bitte jemand, der bauen kann. Allergien, anämisch. Was ist denn das für ein Müll? Das Spiel hat gerade gar keinen Bock mehr, jemanden zu geben, der vernünftig bauen kann. Hast gesehen, Schrumpchen? Wir haben Luftpistolen gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass die geplatzten Trommelfälle hier wegkommen. Okay, eins ist eine Schnecke, ist hier schon mal mehr drin. Das mit der Luftpistole ist so süß. Ja, voll. Der Bodybot hat gar keine Chance hier. Ja, ich auch nicht. Vielleicht, wenn wir hier mal dicht machen. Da muss da keiner mehr reden. Dachte ich. Eigentlich muss da auch keiner hin. Safti? Du wirst eingesperrt, wenn du jetzt nicht wieder nach Hause gehst. Ich meine nur, wäre besser, wenn du nach Hause gehst. Okay, zu spät. Da muss keiner hin. Nee, muss er auch nicht. Ich bin ein Hornochse. Jetzt flüchten die Schnecken natürlich. Hey, sind die jetzt beide wieder reingegangen? Warum nicht immer so? Ha, 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 ha.
Eine Tür nur rein zu erlauben wäre zu einfach, oder? Ja. Es wäre zu einfach gewesen. Ja, auf jeden Fall zu einfach gewesen. Ich wollte eigentlich hier irgendwie eine Schleuse oder so hinbauen. Darum ging es mir gerade. Ich habe das überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass die Schnecken hier sind. Aber ja, das können wir so natürlich machen. Machen wir da jetzt einfach einen Ziegel hin und fertig. Die haben auch gar nichts mehr zu essen. Was? Die Steckschnecken? Klar haben die was zu essen. Aber die sind mittlerweile eingeengt. Das ist halt auch nicht so geil. Das kann ich ja nicht einfach da weggraben. Hier könnte ich einfach was weggraben. Okay, das habe ich nicht gesehen. Oh, die haben hier jede Menge liegen gehabt. Irgendwo. Vielleicht. Dachte ich. Okay, vielleicht aber auch nicht. So wie die sich da gerade drauf gestützt haben, wahrscheinlich nicht. Metallerz, da. Okay, ich habe mir keine Schleimlunge mehr. Nur noch ich. Sehr schön. Aber es wird hier gerade auch besser. Es wird besser, aber es dauert natürlich. Ja, das wird auch eine ganze Zeit hier dauern. Okay, wenn das hier unser Hauptproblem ist mit der Schleimlunge, dann wäre es doch zehnmal sinnvoller, wenn wir hier irgendwelche Schleusen hinbauen. Lass uns das doch mal machen. Heißt, wir graben jetzt hier oder bauen hier weiter. Das sind vier, ne? Also das heißt, das sind vier, das sind vier. Okay, das passt. Das hier ist falsch. Bauen wir jetzt hier mal eine lange Trasse nur für Schutzanzüge hin. Machen hier eine ordentliche Schleuse hin. Das kommt dann weg. Und dann bauen wir das hier in größer. Mit einer Schleuse. Ach, Godzilla. Machen wir es ruhig riesengroß. Wir brauchen ja auch riesig viele Duplikanten. So. Heißt, das kann alles weg hier. Und wir bauen dann hier Ziegel erstmal hin. Da war wieder dieser gefährliche Sound, der neue Events ankündigt.
So, hier springen wir natürlich wieder jede Menge Schleimlunge rein. Das kann ich jetzt nicht ändern. Oh, wir haben Grub-Grub-Eil. So, hier können wir auch schon mal Ziegel hinsetzen. Da können wir graben. Da Leitern. Und auch hier können wir dann nochmal graben. Das muss eigentlich nur eins höher. Dann bauen wir jetzt gleich hier noch eine vernünftige Schleuse irgendwie rein. Wäre es nicht erstmal sinnvoller, hier tatsächlich Iso-Ziegel dann auch hinzusetzen, wenn wir schon dabei sind? Eigentlich ja. Wahrscheinlich werden wir es sowieso noch 2000 Mal umbauen hier, aber... Aber wenigstens schon mal Iso-Ziegel hingesetzt. Ja, später müssten wir eigentlich auch wieder hier auf die Plastikdinger gehen, auf die Röhren. Ich glaube, Roger kommt da nicht weg. Naja. Er wird's überleben. Neuntausend Schleimlungen noch. Ganz nah schon. Wing! Komm schon, gib mir jemanden zum Bauen! Ich kann Nahrung nicht erreichen. Ach, du hast noch genug im Magen, Roger. Schwell ihn mal nicht so viel hier. Wahrscheinlich machst du gleich in die Hose. Das wäre natürlich nicht so cool. Aber es ist nur der eine Ziegel hier. Okay, es werden immer mehr Ziegel. Bernie baut uns gerade alle Ziegel unter den Füßen weg. Ach, Bernie. Wir waren gerade kurz davor, Roger zu retten. Essen ist richtig. Kannst du mir nicht wenigstens mal was hinwerfen? Du hast jetzt schon mal Gesellschaft. Wäre nicht so wild gewesen, hätte ich nicht den Rest der Böden auch noch weggehauen. Ah, zu spät. Da hat er Pipi gemacht. Ist egal, lass einfach da hinten laufen. Aber läuft sich nicht so geil, oder? Mit so Pipi in der Hose? Okay, Roger hatte auf jeden Fall Hunger. Der hat sich gerade einfach eine Schmutzwurzel reingehauen. Er hat gar nicht lange gewartet, um Essen zu suchen. Er hat sich das nächste genommen, was er gefunden hat. Das flatscht ganz schön. Mhm.
Was habe ich da eigentlich? Das brauchen wir ja gar nicht isolieren hier. Bis hierhin. Kann das alles unisoliert sein? Machen wir direkt eine doppelte Schleuse? Eigentlich Sinn, ne? Ja, schon mal eine bauen. Da. Das Ding muss weg. Wenn wir das schon bauen, dann bauen wir direkt richtig. Wahrscheinlich werden wir trotzdem nochmal wieder alles abbrechen und weghauen, aber... Okay, und das triggert mich zu viel da oben. Okay, die ist jetzt erstmal nicht wichtig, dass die fertig wird, aber dann haben wir schon mal hingebaut. So. Was benötigen wir noch? Wir brauchen das da. Wie groß ist denn die Station für die... Keine Ahnung. Wo würde ich die dann da drin noch bauen? Keine Ahnung. Oh ja, mal so. Ist es jetzt doch nicht so groß geworden, wie ich hier gerade sage. Das lassen wir nochmal weg. So, das schneiden wir jetzt ab. Mal bitte wischen. Das gibt da gleich auf jeden Fall geplatzte Trommelfälle. Wenn wir das zerlegen. Aber wahrscheinlich wäre es sinnvoller, hier einfach dicht zu machen. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir... Wasser? Wasser. Ja. Jetzt über 100 Grad kommt an der Stelle, wäre sowieso kacke. So, da bin ich wieder. Ist irgendwas passiert in den letzten 2 Stunden? Wir haben jede Menge Geysire gefunden. Bist du wieder essen gewesen, Vandrea? Und wir haben ganz viel Schleimlunge. Das ist richtig doof. Und geplatzte Trommelfälle. Gab es vorhin auch die ganze Zeit. Da atmet da Gas Schleim aus. Warum bringt das keiner weg? Nein, ein paar Freunde haben sich spontan zusammengefunden, um was zu spielen. Ah, okay. Vielleicht noch für einen geregelten Pipi-Ablauf sorgen für Pipi-Unfälle in Schutzanzügen. Und meinst du, das wird zum Problem, Kerstin? Habe ich doch nie die Probleme. Ja, aber ja. Könnten wir natürlich, haben wir beim letzten Mal auch gebaut gehabt. Tja, aber wie? Pipi-Ablauf bauen ist immer voll A. Also ein geregelter Pipi-Ablauf ist auf jeden Fall, dass das da schon mal nicht reinlaufen kann. So. Und dann würde ich sagen, wischen wir erstmal. Und dann können wir uns überlegen, wie wir das hier reinbasteln. Mit Pumpen.
Momentan wüsste ich auch noch gar nicht, wohin damit. So, die Schleimlunge hier interessiert mich ja erstmal nicht. Oh, brauchen wir noch, ne? Wäre eine Idee. So, und Strom bedeutet nämlich auch, dass wir hier mal so ein paar Dinge hinbasteln könnten. Die bauen wir einfach mal aus Blei. Einfach so. So, dann machen wir hier auch noch ein paar Lufterfrischer hin. Wie kommst denn du hier hin? Einfangen. Geht's euch gut? Sieht so aus. Stimmung zufrieden. Wolltest du nicht auch um die Sauerstoffversorgung kümmern? Ja, wir haben ja noch ein paar Alben. Alles gut. So dringend ist es dann auch nicht. Und wir haben nur einen, der bauen kann. Und wie du siehst, schaffst du nicht mal das hier schnell genug, Schrumchen. Also ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Das hält gerade tatsächlich sehr auf. Hä? Was ist denn mit dir passiert? Ja, wow, wie soll ich die denn da raus? Wie sollen die denn da rauskriegen? Die Schnecken essen das ganze Goldamalgam weg, statt. Ja, ist nicht so wild. Sollen sie aufessen? Hier kommt ja auch kein Kobalterz an. Wir haben viel zu wenig Duplikanten. Ich war zu wählerisch. Wir bauen hier nochmal ein paar Mehlhäuser hin. Gibt das Schmutzwasser in Massen für Sauerstoff? Ja, natürlich. Aber ja, das wäre tatsächlich gar nicht so eine doofe Idee. Weil wir auch dann auf Keramik gehen könnten. Ja, natürlich auch eine Idee, das mit Schmutzwasser mal zu machen, zumindest teilweise. Was? Also die Erksluft ist tatsächlich mehr geworden. Ja, ist sie. Hashtag Kersti loben. So funktioniert das nicht. Dann triggerst du auch den Kerstin-Befehl, oder war das gewollt, Roger? Roger macht ungewollt Werbung für Kerstin. Super. War nicht gewollt. Aber ist schon okay. Wenn es da schon steht, ihr Lieben, ne, klickt mal drauf und guckt euch den schönen Content von Kerstin an. Die kann auch was anderes als außer Uni. So, das ist alles auf Eisen. Das ist auch gut so. Schutzanzugstationen sind immer so typische Sachen, die bei mir kaputt gehen, wenn ich sie aus Blei baue. So, gucken wir mal, ob wir die diesmal eingefangen kriegen hier. So, dass wir die auch wegbringen können. So, dann können wir die beiden auch zerlegen. Also Erksluft ist gar nicht so viel mehr geworden. Problematisch ist eher so die Schleimlunge.
Und... Aber so langsam werden wir Herr darüber. Guck mal. Der Buddy Bud hat langsam eine Chance dagegen anzukommen. Und es ist auch keiner mehr krank. Also unsere Maßnahmen helfen. So, das muss natürlich hier auch noch alles weg. Medizin, Tierzucht halt. Gibt's doch gar nicht. Das Spiel will mich ärgern. Boah, das sieht aber echt übel aus. Hoffentlich helfen deine Gegenmaßnahmen auch möglichst schnell. Tun sie ja schon. Wow. Pflanzen. So. Also so schlimm sieht es dann jetzt auch nicht aus. Hier haben wir sie ziemlich weg. Dann hier sind noch welche. Das wird sich jetzt auch erledigen. So, hier ist Blumenduft. Hier oben natürlich. Das wird auch weiterhin ein Problem bleiben, solange wir da keine Schleusen haben. Aber erstmal aus der Hauptbase haben wir sie soweit raus. Nur vereinzelt und die werden vom Blumenduft gekillt. Roger hatte vorhin die Idee mit den Dornblüten anpflanzen. Ach, die kosten uns nur Strom und Wasser und die, was da im Blumenduft rauskommt, ist halt immer nur so punktuell. Ist eigentlich in letzter Zeit irgendwas an der Streamauflösung geändert? Das kommt mir gerade nicht so scharf vor wie früher. Oh, das kann sein, dass das nicht auf 1080p läuft. Hä? Oh. Na, ist egal. Ja, stimmt. Stimmt, habe ich nicht umgestellt. Ja, muss ich mich wieder dran gewöhnen, dass ich das umstelle. Er hatte eine ganze Zeit lang auf 1080p gestreamt gehabt, weil es hinhaute mit Station Years und Oni. Und ja, Medieval Dynasty hatte ich jetzt entschieden gehabt, dass ich es da tatsächlich wieder ändern werde. Und da muss ich mich wieder dran gewöhnen, das dann auch umzustellen, wenn wir Oni spielen. Bis zum nächsten Mal haben wir es dann wieder anders. Anzug liefern. Aber dass man das nicht übertragen kann, ne? Das ist auch so räudig. So. Okay, ich dachte schon, ich brauche eine neue Brille. Nee. Aber ich glaube, so vielen fällt das gar nicht auf, tatsächlich. Also, ich bin da auch jemand, den das sofort auffällt, aber... Ich glaube, es fällt weniger Leuten auf, tatsächlich, als man denkt. Also, entweder graben wir noch irgendwo Eisen aus. Oder... Nee, wir graben Eisen aus. Ich liebe die Biome. Es ist schön, dass man direkt Eisen hat. Ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. So.
könnten wir auch einfach runtergraben. Bleibt das so? Nee. Doch. Eventuell ist hier überall Schleimlunge. Ach man. Sind sie gleich wieder alle infiziert. Ja, wir haben es gleich. Zumindest in der Kernbase ist alles gleich weg. Dachte ich. Du Scheiße. Hast du das letzte Mal so viel Schleimlunge? Eigentlich hast du es auf jedem Asteroiden viel, wo du Schleimlunge hast. Da ist noch ein kleines Kabel. Ich habe mich vorhin schon die ganze Zeit gewundert, warum es immer zwischendurch rot wird. Liefern, Anzug liefern, Anzug liefern, Anzug liefern. Wie geht's weiter, Chat? So, kein Sauerstoff, kein Kontrollpunkt. Okay, das mit dem Sauerstoff kriegen wir hin. Nur mit dem Kontrollpunkt nicht. Anzug liefern, 9, Anzug liefern, 9, genau. Wo keiner mehr hin? Oh, guck mal, eine Schwammschnecke. Die habe ich noch nie gesehen in freier Wildbahn. Eigentlich habe ich die generell noch nicht so oft gesehen. Hast du irgendwas aufgesaugt? Frau Schnecke, verschmutztes Wasser hast du aufgesaugt. 8,1 Tonnen. Was zur Hölle? Wie viel Platz geht denn in dich rein so? Erzähl mal. Ja, WTF. Überleg mal, jetzt fängt das irgendein Duplikant ein und das Vieh wiegt einfach mal 10 Tonnen. Einfach mal so ein Stein. Das sieht man gar nicht an. Nee, das sieht man denn nicht an. Endloser Schneckentank, ja. Anzug liefern, 9. Anzug liefern, 9. Anzug liefern, 9. Anzug liefern? 9. Vielleicht müssen wir noch ein paar Anzüge machen, ne? Aber da finde ich gerade Eisen ausgebuddelt. Theoretisch könnten wir jetzt hier auch einfach dicht machen. Den Sauerstoff, da kriegen wir eh nicht mehr raus. Schöner Sauerstoff. Oder... natürlich machen könnte, wer den Sauerstoff hier rauspumpen.
Zu dem Eisen hinter dem Schnecken, wo du zugebaut hast. Zugebaut? Ach so, links meinst du. Ja, okay. Das stimmt, da kommen die nicht mehr hin, ja. Jetzt nicht so wild, aber ja. Sollten wir von hier aus irgendwie einen Weg hinkriegen. Demnächst. Was wir eigentlich machen. Weil alles, was dann runterfällt, ist dann auch egal. An Flüssigkeiten. Können wir die Gräber ja mal beschäftigen hier. Habt ihr mal durch. So. Mal gucken, wo die durchkommen, wo nicht. Da bin ich ja mittlerweile stumpf. Wir haben jetzt hier eine schöne Schleuse. Dann kann das ganze Wasser da unten hinlaufen, ist mir egal. Interessant. Selbst in Oni-Wiki findet man nichts darüber, wie viel Flüssigkeiten die abspeichern können. Ja, so ein unendlicher Schneckentank wäre ja ganz witzig, ne? Aber ich bezweifle mal, dass man die Flüssigkeiten oder bei den anderen Schnecken die Gase bekommt, wenn die sterben. Also ich wette, die sind dann einfach weg. Graben. Medizin und Maschinen. Ich bin doch Koch hier, ne? Jesse war doch Koch. Kann Jesse mal ein bisschen kochen. Knorpelbeeren. Extra für uns. Wee, wee. So. Eigentlich können wir hier auch jetzt schon mal Dingens hinsetzen. Stell dir vor, die würden die Flüssigkeit beim Sterben einfach in die Umgebung entlassen. Ja, besser als sie zu vernichten, ne? Ich meine, das könnte natürlich trotzdem ziemlich fies werden. Gerade wenn so eine Schnecke da 8 Tonnen Wasser hat. Oder mehr. 8 Tonnen ist jetzt schon nicht so wenig, ne? Das sind 8 Tonnen. 2x4 Felder. Und eine kleine kriechende Wasserbombe. Mhm. Helder, Jesse oder was? Und keine Alben mehr. Manu! Hier muss doch noch irgendwo große Algenfelder sein. Das gibt's doch gar nicht. Wahrscheinlich nicht so. Das scheint nicht so zu sein. Wie ist denn sowas hier noch auseinandernehmen? Warum nicht? Ist außerhalb vom Schutzanzugbereich. Okay. Für nächstes Mal steht auf Agenda, dass wir Sauerstoff produzieren. Das müssen wir auf jeden Fall machen.
warum guckst du nicht einfach ins Overlay für die Algen, das mit den unterschiedlichen Stoffen? Ja, habe ich vorhin gemacht, Fidelia. Aber ist halt hauptsächlich mit Schleimbiom. Also es gibt hier keine großartigen Algenfelder mehr. Oder gab es hier noch nie. Was das angeht, waren nicht viele Algen auf der Karte tatsächlich. Ist halt hier sau viel in den Schleimbiomen mit verbaut, aber mal ebenso relativ viel zu finden, nee. Hast du denn mitgekriegt, Fidelia, dass du in die Kolonie eingezogen bist? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann es da hinlaufen? Überall. Schlecht. Oh, echt cool! Ja. Ja. Du bist einfach so in die Kolonie eingezogen. So, das nächste Ei wird eine Schwammschnecke. No. Wären alles Schwammschnecken hier. Äußerst ungünstig. Ein Schneckchen! Wir müssen immer noch radeln. Oder mittlerweile schon ganz ordentlich drin, wenn wir hier drin sind. Und Erze liegen ja auch rum. So, er hatte viel Stress auf Arbeit, hab nicht viel an Streams geguckt, aber jetzt habe ich Urlaub. Er soll wieder häufiger rein. Ja, alles gut. Alles gut. Was ist denn mein Job? Ja. Ja, du hast einen Job. Ich weiß es gerade nicht. Moment. Ich gucke. Fidelia, da. Du bist... Hier, du darfst Tiere streicheln, Fidelia. Raus aus der Flüssigkeit und den Sauerstoff, dann Steckschnecken. Ja, klar, aber die laufen ja gerade noch so einfach rum. Auf Dauer sollen die schön alle eingefangen werden, das ist schon klar. Yep, akzeptiert. Ich hätte da jetzt auch nicht nachgefragt. ja, ich bin mal davon ausgegangen, dass das okay ist. Irgendwie sagst du Tiere streicheln keiner was. Weiß auch nicht warum. Jetzt sind sie wieder eingeengt. Wir müssen das irgendwie anders bauen hier mit den Steckschnecken. Wir müssten das so bauen, wie Roger das gesagt hatte. Ich sehe gerade, wir haben gar nicht genug Plätze hier. Ist ja ein bisschen doof. Müssten die quasi frei schwebend lassen. Aber wir müssen auch relativ viel Platz tatsächlich haben, weil die müssen natürlich auch irgendwie wieder dahin kommen. Also welche Möglichkeit habe ich hier gerade noch? Wir könnten den Raum hier einfach vergrößern. Mm-hmm.
wir hier einfach ein paar von denen da rein. Hier ziehen wir dann gleich einfach auf der Höhe Kabel. So. Weil freischwebende Steckschnecken, aber so viel Wasserstoff stoßen die auch nicht aus. Also, man muss ja auch schon sagen, Vandrea hat da ein richtiges Talent für. Aus jedem Satz, den man hier raushaut, das irgendwie einen in die Pfanne zu hauen. Da hat sie wirklich ein Talent für. Das ist so richtig. Habe ich das hier überhaupt richtig rumgebaut? 1, 2, 3, 4. So, ne? Ja. Okay. Also klar. Um es gar nicht so zu gucken, das stimmt. Gut, dass ich selber nicht streame und so einen Chat habe. Ja, genau. Oh, es schläft das kleine Schneckchen. Wisst ihr, was helfen würde, wenn ihr den Schleim da wegbringt? Das wäre voll super. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? So, aufräumen. Schleim. Das wäre voll super, wenn ihr es mal wegbringt. So, vielleicht haben wir auch keine Schutzanzüge mehr, um hier rauszukommen. Vielleicht haben wir auch keine Schutzanzüge. Doch, wir haben noch welche. Wieso, Conny, ich schätze es doch ganz doll lieb. Ja, ja, immer. Immer. Einen brauchen wir noch. Solange keine Twitch-Events aktiviert sind. Willst du das nur von den Twitch-Events ausmachen, Bernie? Okay, der Buddy-Bud da, der fühlt sich nicht so gut. Die ganze Zeit mit. Da kommt doch gar nichts mit. Warum geht denn hier zwischendurch was kaputt? Bisher habe ich nur die Gemeinheiten während der Twitch-Events mitbekommen. Ach.
Ach, bei Weilern gab es da auch so einige kleine Teufelchen. So einige, ja. Sind die drei jetzt alle unterwegs oder wie soll ich das verstehen? Ja, einer hängt, einer liegt da noch. Also ja. Weilheim ist ja nicht Oni. Ja gut, aber es zählt trotzdem dazu. Potter, was machst du da? Warum pennt ihr eigentlich immer überall, aber nicht in eurem Bett? Ist ja furchtbar. Euch jetzt gut. Ja, ne? Jetzt müssen wir den Strom noch abzwacken, den ihr da macht. Und wieder zwei Leute mit Schleimlunge. Sodom und Gamora. Niemand schläft in seinem eigenen Bett. Ja, furchtbar. Ja, aber Roger muss bestimmt ganz schön viel arbeiten und schläft vor Erschöpfung ein. Quatsch. So viel muss der Roger hier gar nicht arbeiten. Ich glaube, die, die am meisten arbeiten muss, bist du. Weil der blöde Drucker mir kein zum Bauen gibt. Was ist denn da los? Böser Drucker. Ganz böser Drucker heute. Ich kann das nicht verstehen. Wie geht's eigentlich dem Fisch, der im Öl geschwommen ist? Lebt er noch? Hm, ich sehe auf jeden Fall keinen mehr. Ich glaube, er ist ertrunken in Öl. Ich sehe kein Fischi mehr. Nö. Ich glaube, der Fisch ist tot. Abgesoffen im Öl. Eigentlich könnte er das ja wohl aushalten. Obwohl, weiß ich gerade gar nicht. Normale Pakus, bis wie lange die denn überleben können? Gerade echt, weiß ich gerade gar nicht. Ah, hier haben wir die Barriere repariert. Hier noch nicht. Na gut, mit Prio 7 geht da doch nichts. Bis 80 Grad, ja okay. Dann ist der wahrscheinlich an Temperatur gestorben. Hier mal am Ende. So, hier haben wir die Schleimlunge mittlerweile auch gekillt. Oh. Und wir könnten theoretisch da eigentlich aufmachen. Beziehungsweise wir können da aufmachen. Können wir nämlich hier dicht machen. So, dann können wir den ganzen Rüttel da nämlich zerlegen. So. Macht mal bitte dichter. Ja, Conny ist eingesperrt. Jesse ist eingesperrt. Fidelia ist eingesperrt. Wohl eingesperrt nicht, nur.
Okay, so, zerlegen. Können wir eigentlich alles zerlegen. So. Ui, Schleimlungen und Schutzanzug. Da sind aber ganz besondere schnell unterwegs. Das Gute ist, dass sie ganz schnell nach unten kommen. Nur das mit dem nach oben kommen ist nicht so einfach. Versorgung. Keiner hat Prior-Versorgung? Doch, ich. Die hat aber nicht angezeigt, warum auch immer. Ja, auf jeden Fall steht fest, nächstes Mal müssen wir uns direkt um Sauerstoff kümmern. Da geht kein Weg dran vorbei. Fand die Idee gar nicht so doof, vielleicht erstmal auch mit verschmutzten Wasser anzufangen. Weil wir doch relativ viel haben. Könnten wir das ganz gut nutzen. Relativ viel. Sau viel. Und wir hatten ja noch irgendwo, ich glaube auf der rechten Seite, den Geysir, ne? Mit Schmutzwasser. Machst du das? Genau, verschmutzten Wasserschlot. Die könnten wir eigentlich auch mal ausbuddeln und... Lebensmittelvergiftungskeime drauf geschießen. Können wir mal ausbuddeln und dann schon mal wirken lassen. Kerstin könnte den auch analysieren. So. Hat das Analysieren nicht sogar jetzt auch Datendisks gegeben? Ich kann nicht mehr so sicher. Ich meine ja, ne? Kann man das Ding da auch untersuchen? Ja, man kann es nur abreißen. Der Deckenroboter nicht, der Roboterarm ja. Ja, aber ich weiß nicht wie viel, ja, ist ja egal. Es gibt welche, Punkt. Das ist ja sowieso nicht so die krasse Menge, was man so auf einen Asteroiden bekommt. Also ja, es ist halt ganz nett, dass man schon mal ein bisschen was hat, aber es ist halt keine Megamenge. So, ach, der ist sogar inaktiv. Ja, denn? Das ist schon viel Eis. Ach, das ist auch ein Aether. Dinge habe ich auch schon lange nicht mehr genutzt. Wir müssen mal überlegen, ob wir das diesmal irgendwie mal einbauen. Eigentlich auch Quatsch ist. Leider einfach viel zu langsam. Gibt es noch hier Leute, die Aethers tatsächlich nutzen? Gut, dass er inaktiv ist. Da kann das ganze Schmutzwasser in der Umgebung nicht verunreinigen. Pff, ist egal. Ich habe das Ding auch noch nie benutzt. Weiß auch gar nicht, was der macht. Weißt du nicht, Schrummchen, was der macht? Okay. Eigentlich ziemlich einfach. Der nimmt Wasserstoff und kühlt damit die Umgebung. Eigentlich ist er gar nicht so kacke. Der ist nur saulahmarschig. Also vergleichbar mit... ich glaube, von der Kühlenergie ist es so, als wenn du, ich glaube, 6 oder 7 irgendwie so um den Dreh Keuchwurzel hast. Das war nicht das, was ich wollte. Ich weiß die genaue Zahl gerade nicht mehr, aber so um den Dreh irgendwie 6 bis 7 Keuchwurzel sind ungefähr die gleiche Energie, die der da raushaut. Noch mehr Ego.
nie sicher. Oh, dem Buddy Bud geht's nicht gut. Aber wir müssen mal noch irgendwo ein anderes einen aufhängen. Machen wir das denn mal? Haben wir noch irgendwo solche? Hier, ne? Komm, wir hängen da einen hin. Sloppy, sloppy. Doch, hab ich schon genutzt, aber war mir zu langsam. Ja, das ist halt das Ding, ne? Der ist halt nicht besonders schnell. So, Buddy Bud. Ach ja, noch ein über. Okay. Noch einen haben, dann hängen wir einfach mal einen hier hin. Weiß gar nicht, was machen denn eigentlich hier die radioaktiven Keime? Oh. Geben geringe Mengen an Strahlung ab, die Strahlenkrankheit verursachen. Aha. Also die machen eigentlich gar nichts, sie strahlen nur ab, die Keime. Interessant. Aber anscheinend ist das so minimal, dass es egal ist. Interessant. So, dann setzen wir hier auch noch einen Buddy Bud hin. Und da einen hin. Ich glaube, unsere Landwirtschaft... Damen und Herren sind gerade etwas ausgelastet. Achso, Fidelia, ja, sekundär machst du noch Landwirtschaft. Kümmerst dich um die Pflänzchen. Boah, jetzt gib mir bitte endlich jemanden, der bauen kann. Was ist denn das für ein Müll heute? Das Spiel ist schon sehr frech heute zu mir. Muss ich einfach mal so sagen. Finde ich auch nicht gut. Schon sehr gemein. Ich glaube, du wünschst dir zu arg jemanden, der bauen kann. Die Hörsamen werden garantiert nicht bauen können. Da hast du recht. Garantiert hast du damit recht, Andrea. Aber ich nehme ja nicht irgendeinen Dupe, der ein Punkt bei Bauen hat. Das bringt mir auch nichts. Da könntest du dann halt auch die Leute hier erledigen, die normal nicht bauen. Ah, holt die Schneckchen. Holt sie ganz schnell. Oh, da sind Blitzblankhufts. Hä, bei so einer kalten Umgebung könnt ihr noch überleben? Bei minus 60 bis 85. Interessant. Wir haben noch eine Schwammschnecke. Alter! Ist das die gleiche? Nein. Nein, nein, die war ja hier hinten, aber die hat 32 Tonnen mittlerweile geladen. Was zur Hölle? Die sind immer noch bei 8,8. Alter. 32 Tonnen. Das würde mich ja schon fast interessieren, wenn die sterben, ob die das auch wieder abgeben. Das ist einfach mal dieses Fleckchen an dieses Fleckchen hier. Das ist komplett, was die in sich hat.
Das mit den Pflanzen bekomme ich mal so hin. Die Pflanze, die ich so im Büro geerbt habe, blüht und gedeiht. Die zu Hause vergesse ich immer zu gießen. Ah, ja. Das ist, wenn man auf der Arbeit dann irgendwie Langeweile bekommt, sich umschaut und dann sieht so, oh, die könnte mal wieder Wasser vertragen. Dadurch vergisst man das auf der Arbeit nicht so schnell wie zu Hause. So, jetzt haben wir auch endlich wieder ein paar Schutzanzüge, die wir da reinballern können. Und das sollten auch erstmal mehr als genug Schutzanzüge sein. Ich denke ja. Haben ja nur 10 Duplikanten. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, ihr Lieben, das war's dann für heute. An die YouTube-Zuschauer, vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Neue Leute auch gerne abonnieren drücken. Ne? Und ja, nicht vergessen, kommentieren, gerade die, die noch einen Duplikanten hätten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi!